Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei dem allerersten Video des neuen Jahres. Und zwar werden wir heute darüber reden, wie wir das Jahr 2022 perfekt planen können, sodass es ein erfolgreiches und glückliches Jahr für uns ist. Das gleiche habe ich nämlich schon mal für letztes Jahr gemacht, also für 2021. Und werde jetzt die gleiche Formel nochmal anwenden, das gleiche Template nochmal anwenden, um das neue Jahr 2022 zu planen. Natürlich ist es nicht nur etwas für 2022, also falls du das vielleicht auch ein paar Jahre später anguckst, wird es auch noch für dich funktionieren wahrscheinlich. Also viel Spaß beim heutigen Video, let's go! Ich würde dafür erstmal, wie natürlich immer, meine Notion-Page öffnen und dort gucken, was ich da alles ausfüllen möchte. Und zwar fange ich meistens an, natürlich mit dem Jahr reflektieren. Ich reflektiere dann sozusagen erstmal das vergangene Jahr, aber das haben wir schon in dem letzten Video gemacht. Und heute geht es wirklich nur um das Planen des neuen Jahres. Die allererste Sache ist, dass ich mir ein Leitwort überlegt habe. Also was ist so ein Guiding Word, was mich das ganze Jahr führen soll. Letztes Jahr war das Wort Simplicity, was ich hier oben auch auf meinem Visionboard geschrieben habe, also Einfachheit. Ich wollte alles sehr simpel, einfach und effizient, essentiell halten. Als zweitens habe ich mir dann auch 4 Quotes aufgeschrieben, 4 Sprüche, die mich durch das Jahr leiten sollen. Beispielsweise war das letztes Jahr Consistency over Intensity, Creating over Consuming, Courage over Comfort und Less but Better. Und ich habe auch diese ganzen Sachen auf mein Vision Board aufgeschrieben, damit ich immer daran erinnert werde. Nachdem ich dann so ein bisschen meine Führung für das Jahr überlegt habe, also um was soll es gehen, auf was möchte ich besonders achten, was möchte ich besonders in die Hand nehmen oder so und immer daran denken, dann mache ich sozusagen nochmal meine ganzen Ziele für die jeweiligen Bereiche meines Lebens. Ich habe als Überschrift genommen, was 2021 perfekt machen würde, also dieses Jahr, was 2022 perfekt machen würde, und schreibe dann jeden Bereich meines Lebens auf, sei es jetzt Schule, sei es jetzt YouTube, Beziehungen, Freundschaften, Hobbys vielleicht. Ich habe auch noch Language Learning, Sprachen lernen, dann habe ich auch noch persönliches Wachstum, mentale Gesundheit, sowas alles, und dann kann man dazu einen Paragraphen schreiben, was man dann dieses Jahr und das nächste Jahr besonders gut darin machen möchte und was so seine Ziele sind für das Jahr. Beispielsweise habe ich aufgeschrieben, dass ich in dem folgenden Jahr meine Videos um 1% jedes Video verbessern möchte. Das heißt, ich muss nicht ein Video komplett perfekt machen, aber ich möchte gerne mit jedem Video mich 1% verbessern. In der Schule kann es sowas sein, wie zum Beispiel, ich möchte einen 2,0 Durchschnitt haben oder ich möchte in meiner Klausurenphase besonders viel Energie reinstecken oder zum Beispiel, ich möchte vor jedem Test 3 Tage vorher anfangen zu lernen. Einfach so gute Ziele oder zum Beispiel auch, ich möchte vielleicht in meiner Klausurenphase in jeder Klausur ein 1 schaffen. Sowas zum Beispiel. Das muss doch gar nicht so greifbar sein, sondern vielleicht auch erstmal ein paar unrealistische Ziele, was man sich einfach träumt, was man sich wünscht. Denn im zweiten Schritt überlegen wir dann unsere Systeme für das neue Jahr. Das heißt, unsere Gewohnheiten, wie wir diese Ziele erreichen können. Denn ich habe schon öfter gesagt, dass ich nicht mehr so ein großer Fan davon bin, nur sich Ziele zu setzen, weil die einfach dann schwierig sind zu erreichen, da sie so ungreifbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte in jeder Klausur eine 1 schaffen, ist es so, okay, cool, du möchtest eine 1 schaffen, aber dieses Ziel hilft mir an sich noch nicht so viel. Sondern da muss ich jetzt Systeme dafür finden. Beispielsweise, ich möchte eine Woche vor der Klausur anfangen zu lernen oder ich möchte mir bessere Lernmethoden raussuchen. Ich möchte vielleicht jeden Samstag mich 2 Stunden hinsetzen und lernen. Oder ich möchte mir die Gewohnheit aneignen, mit meinen Lehrern über meine Noten zu reden. Einfach Systeme, die dir helfen können, dann zu diesem Ziel zu kommen. Und das habe ich dann auch für jeden Bereich wieder gemacht. Bei persönlichem Wachstum habe ich zum Beispiel als Gewohnheit aufgeschrieben, jeden Tag 10 Minuten lesen, jeden Tag koreanisch Vokabeln lernen und eine monatliche Challenge mich selbst zu machen, damit ich über mich selbst hinauswachse und aus meiner Komfortzone rauskomme. Das sind einfach die Wege, wie du deine Ziele wirklich erreichen kannst, weil sie dann runtergebrochen sind und du Dinge kennst, die du dann jede Woche oder jeden Tag machen kannst, um eben zu diesem Ziel zu kommen. Ich bin immer großer Fan davon, sich einen langen 5-Jahres-Plan zum Beispiel zu machen, dann den runterzubrechen und zu überlegen, um dieses 5-Jahres-Ziel zu erreichen, was kann ich dieses Jahr machen, was kann ich in einem Jahr schaffen, und dann um dieses 1-Jahres-Ziel zu erreichen, was kann ich denn für jeden Monat machen? Und dann kommt wieder die Frage, um mein monatliches Ziel zu erreichen, was kann ich jede Woche dafür machen? Und dann bricht man es wieder runter und sagt, um dieses wöchentliche Ziel zu erreichen, was kann ich jetzt jeden Tag täglich machen? Und das ist natürlich die letzte Frage, was kann ich jetzt gerade in dem Moment machen, um dieses tägliche Ziel zu erreichen? Und wenn man das macht und immer diese Schritte befolgt, wird man irgendwann sein großes Ziel erreichen. Als nächstes habe ich mir dann meinen Contentplan für das Jahr rausgesucht, also wie ich meine Videos strukturieren möchte, was ich drehen möchte, welche Themen
Themen ich ansprechen möchte und auch TikTok, Instagram, Podcast und YouTube darin involviert. Das sind natürlich Sachen, die du nur machen musst, wenn du auch einen YouTube-Kanal hast oder wenn du auf Social Media aktiv bist. Und ja, das musst du natürlich nicht machen, wenn du da gar nicht aktiv bist. Deswegen werde ich auch nicht darauf jetzt näher eingehen. Dann habe ich mir einen Korean Study Plan erstellt, also einen Plan für meinen koreanischen Lernprozess. Und zwar habe ich dann erstmal oben in der Tabelle wieder die verschiedenen Bereiche aufgeschrieben, die ich brauche, um Koreanisch zu lernen. Beispielsweise habe ich erstmal Vokabeln, Grammatik, Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen aufgeschrieben und links dann die Tage, also Montag bis Sonntag. Und ich habe es letztes Jahr sogar so gemacht, dass ich mir wirklich für jeden Tag, für jeden Bereich eine Sache rausgesucht habe, was schon echt intensiv war und was auch nicht so produktiv war, muss ich ehrlich sagen, weil ich das oft nicht durchgezogen habe und dann ja die Sachen da standen und ich dann mich selbst enttäuscht habe, ein Versprechen mit mir selbst gebrochen habe, was dann nicht in weiteres gutes Verhalten resultiert hat, sondern ich finde, wenn man irgendwie so sich Ziele setzt oder Gewohnheiten setzt und diese dann nicht durchführt, wird man eher unmotivierter, andere Ziele auch noch anzugehen. Und deswegen bin ich eigentlich eher ein Fan dafür, kleinere Ziele zu setzen und weniger Ziele, diese dafür aber dann wirklich durchzuziehen. Deswegen, ja, werde ich das für dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr machen mit diesem Study Plan, weil der schon sehr intensiv war. Dann mache ich es auch gerne so, dass ich mir noch Guidelines bzw. Grenzen für jeden Bereich meines Lebens setze oder für viele Bereiche. Beispielsweise habe ich letztes Jahr so gemacht, dass ich mir bestimmte Sachen aufgeschrieben habe, wie ich meine Handynutzung vollbringen möchte. Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich Social Media nicht mehr nach 21 Uhr abends benutzen möchte, dass ich auch kein Social Media vor dem Frühstück benutzen möchte. Oder hier habe ich auch geschrieben, wenn mir langweilig ist, werde ich eher ein Buch lesen, statt auf Instagram zu gehen. Ich habe auch meine Boundaries und Grenzen aufgeschrieben, wie ich zum Beispiel mit Leuten, also mit Kooperationspartnern hier auf YouTube oder auf Social Media kooperieren möchte. Da ist natürlich wichtig, dass sie auch meinen Werten entsprechen und doch für diese Werte stehen, die ich auf meinem Kanal auch vertrete. Und da habe ich mir auch mal die ganzen Werte aufgeschrieben, die ich da vertreten möchte. Und dann habe ich noch so ein paar persönliche Grenzen aufgeschrieben oder Guidelines für die Schule, beispielsweise, dass ich sogenannte School Hours habe und immer unter der Woche das meiste machen möchte und am Wochenende nur die Sachen, die wirklich notwendig sind. Und danach mache ich dann immer noch mein Vision Board, was man hier hinten noch sehen kann. Das ist noch mein altes und ich werde aber heute ein neues machen und werde dann nochmal ein Video dazu auch hochladen, was ich euch dann mitnehmen werde. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen und euch Spaß gemacht zuzuhören und vielleicht selbst mitzuplanen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes, erfolgreiches, glückliches neues Jahr. Kommentiert gerne mal euer Leitwort für das nächste Jahr. Ich freue mich schon sehr, euch bald hier wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.